So. Was kann jetzt schon passieren? Das fand ich irgendwie cool. Ey, cool, die kommt zurück. Da hat die aber Glück gehabt, dass ich den Drachen gerade kaputt gemacht habe. Und wie es der Zufall so will, habe ich gerade eine Robe. Die ist ja total scheiße. Das. Ich glaube, eine Waffe habe ich auch, ne? Kann das sein? Nee? Aber Schriftrollen habe ich. Ist ja echt überall gleich viel. Hast du Tränke? Ne, okay, dann war es das auch. Danke. Auf Wiedersehen. Was braucht ihr? Ich brauche Tränke ausdauernd. Uropax. Schreibt mal auch mit auf die Liste. Lichtnahe der Nordbogen. Was macht denn der hier? Du di di du dum. Dum 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 dum. Und ich sehe Matschhaufen da hinten. Lauf ich richtig? Doch, müsste ich. Nein, ich lauf falsch. Oh, verdammt, warum sagt mir das keiner? Ich hätte die Abbiegung nehmen müssen. Zurück, zurück. Boah, der Ausdauerbalken, der ist ja richtig lang geworden. Unten rechts. Der war vorher nicht so lang. Ah, das war cool mit dem Drachen. Ich stelle mich einfach direkt 2 Meter vom Grab entfernt und Alduin spuckt ihn da aus dem Grab und ich habe das Ding einfach eiskalt wieder zurückgeschickt. Huch, was rennen die denn so da hinten? Ihr braucht etwas? Ist hier irgendwas los? Ich muss in diese Richtung. Da hinten ist mein Ziel. Boah, ey, das Wetter ist echt scheiße. Oh ja, hat jemand ein Pferd. Ah, Mist, ich muss ja Wölfe kaputt machen, wenn ich welche sehe. Die brauche ich doch für Schmiedekunst. Eisen meins. Die Rüstung sieht echt merkwürdig aus, aber egal. Ist im Moment die beste, die ich habe. Irgendwann werde ich mir eine leichtere, bessere Rüstung machen. Oh, hier liegt der Zeugerei da. Ich bin mir übrigens im Klaren, dass es eine Mod dafür gibt, dass die aufhören mit ihren. Alter! Geht das hier auch los? Ist hier eine Höhle oder was? Haben sie eiskalt Fallen aufgestellt hier. Hinterhalt. Huch. Siehe rechts.
Ja, habe ich gleich wieder abgelegt. Der Suche nach starken und fähigen Tigern. Wenn ihr meint, ihr habt schon nach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Geht weiter. Wir haben Bogen dabei. Ja, ja, ist ja gut. Ich. Bla 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 bla. Das ist. Hallo, die haben mich angegriffen. Die haben auf mich einen Hinterhalt durchgeführt. Nicht auf euch. Ja, ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Ich muss hier abbiegen. Halt's Maul. Nieder mit dem Kaiserreich. Ich darf mich ja wohl wehren hier. Ein Pfeil? So, die jagen. Boah, das Wetter ist ja nur schlecht. Hey, Wölfe. Ich brauche noch einen Wolfskin hier. Ja, den brauche ich auch, danke. Aber nur das Fell. Alles andere ist mir egal. Es zählt mit zur Schmiedekunst. So, ich muss auf dem Weg bleiben, wenn ich den finde. Hier gibt es gar keinen Weg. Doch, vor mir. Mein Crit kam eher. Das hier soll ein Weg sein. Ja, das sieht mehr aus wie ein Trampelpfad, aber naja, ich nehme den auch. Geschworene. Man könnte sie auch als Raidmännen bezeichnen. Nach der tamrielesischen Kultur. Allerdings glaube ich, dass die eher ausgestorben sind. So, unser Ziel. Quick Save und... Komme ich da jetzt am besten rein oder durch die Haustür natürlich? Uah. Gallenschlochtmine entdeckt. So, mal gucken, wer zuerst aufgibt. Muss man morgen. Da. Lydia rennt schon mal vor. Schön, die alle ausweichen. Treffe ich überhaupt einen? Ist doch kein Zweck. Sophia macht das schon.
Lydia meine ich. Nein, ich habe die Tür nicht aufgekriegt. Was, das ist Lehrling? Das kann nicht so einen niedrigen Radius haben. Was? Ja. Yeah. Feuerresistent. Ja, das kann man nehmen. Ja, aua. Da. Ich bin sogar ausgewichen, habt ihr es gesehen? Ich bin nach unten hin ausgewichen. Ja, es kann nur einer, der 1000 Folgen Skyrim gespielt hat. Die Lederstreifen nehme ich mit, die brauche ich zum Craften wohlgemerkt. Zum Herstellen, zum Schmieden. So, der Boss fehlt noch hier. Dazu muss ich in die Mine rein. Hey, die haben sogar ein ganzes Schmiedefeld hier. Aber hier gibt es keinen Verkäufer. Ein orkischer Zweihänder. Ein Bosmeerhelm verstärkt. Rüstungswert 21, warte mal, den nehme ich mal doch mal erstmal an mich. Das ist erstmal interessant. So, was habe ich? Ich habe den 23er schwer. Das ist auch schwer. Das ist ein 21er 6. Auch 6. Wie sieht denn das Ding aus? Auch geil. Den behalte ich erstmal. Den behalte ich noch. Also der hat Chancen. Das könnte ich dann hier verstärken. Ach, den kann ich doch... Oh, den kann ich verfeinern. Ist ja geil. Jetzt ist der gleich stark. Nur mehr Wert auf einmal. Aber hey. Der hat Federn. Cool. Eine Truhe mit Novizenstatus. Der ist geöffnet. Staub zu Staub. Gebranntes Zwiebelfleisch, das ist leider vergammelt, das muss weg. So. Hier kriegt man Bruchstein. Das Ding ist... Bruchstein ist eigentlich nichts wert. Bruchstein braucht man nur für später. Und das Bruchstein kriege ich, wenn ich das habe, wenn ich das brauche, direkt an der Quelle. So. Urikalkumserz. Oder wie auch immer das heißt. Das gibt's bei ESO auch. Ist tatsächlich auch grün dort. Hier fehlt wie gesagt noch der Boss. Oh, eine Expertentruhe. Oh, das... Das wird die Träge kosten. Doch nicht so viel. Zieht sich ja noch in Grenzen. Weitschritt. So, konzentriert erhaltet ihr 20% Bewegungsgeschwindigkeit und. Aha. Ein sehr interessanter Zauber. Leite ich immer noch an Ataxie? Ja. Warum auch immer ich Ataxie habe.
Einfach mal krank geworden im Spiel. Oh. Was? Oh. Oh, wow, oh. Boah, der tüttelt mich. Schnell irgendwie einen Trank oder so. Habe ich keine Tränke mehr? Doch. Gib mir nochmal eine kleine Heilung hinterher. Der haut nochmal zu. Ja. So, na, jetzt brauche ich keinen mehr. Das war schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Ich schau euch um, wenn ich es muss. Sag mal, was? Warum kann ich nicht kämpfen? Sag mal, oh, hallo? Los, runter! Gott. Meine Fresse, der hat sich gewehrt. Der hat sich mal richtig krass gewehrt. Ausfang des Waffenschmieds. Hey, Schmiedekunst verbessert. Cool. Cool, Erz. Zack. Das heißt, wir sind hier fertig. Wir können zurück nach Felgenring. Aber erstmal ein bisschen schmieden. Und hier auch nochmal. Die Texturen sehen schick aus, also sie sind sehr gut geworden. Es schrieb jemand tatsächlich, dass es Skyrim so wie Skyrim hätte sein sollen. Den stimme ich tatsächlich zu, also das ist... Diese Erzade ist erschöpft. Das muss ich jetzt noch ein paar Mal machen hier. Dann ist die Folge passé. So. Na komm schon. Das ist eine ganze Menge Orikal-Kommerz. Fertig? Oder gibt es hier noch eine Überraschung oder so? Ja, nicht fertig. Alter, wie viel Erz hier ist, das ist ja der Hammer. Ziel übrigens für mich in den nächsten Tagen ist es, Tane von Falkenring zu werden, um halt dieses Baurecht zu kriegen für... Alter, da ist ja einmal noch für halt... Ach, guck mal, ich habe keine Hacke. Ey, den Bug gibt's ja auch. Ja, nur wenn ich was in der Hand halte. Ist ja geil. Es gibt den gleichen Bug, also dass man halt ohne Hacke hackt und ohne Hacke holzt mit, also ohne Axt holzt mit bei ESO. Das ist ziemlich lustig, den haben sie immer noch nicht gefixt. Denn es hieß, dass ESO das beste Let's Play überhaupt wird und das Spiel, das wird in die Geschichte eingehen. Höhle stößt ein. Und die Höhle stimmte zu. So. Vom Boss habe ich schon gelootet, ne? Ja. Ja. Jetzt zu Sidgeil zurückkehren. Huch. Wie komme ich jetzt hier nach unten? Habt ihr es gesehen? Alter, was war denn das bitte?
nochmal. Klappt aber nicht immer. Es sind diese Knochen. Die Knochen sind so unberechenbar. Ey, der Helm ist echt cool. Das müsste an Immersive Armors liegen. Die Mod ist ja auch mit drin. So, da war ja nix. Ne, das haben wir leider nicht nach oben zur Tür geportet. Schade, aber gut. Oh, die Ladezonen sind zu kurz. Oh, guck mal, was ich in der Hand halte. Ich hab den Bug schon wieder. Oh, das ist ja unglaublich hier mit dem Regen. Wir stellen uns unter und ich sage vielen Dank fürs Zusehen und... Ah, noch ein Bild haben hier. So. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.